Mein Name ist Christina Vogel, ich bin 21, wohne in Erfurt, trainiere in Erfurt und betreibe Bahnradsport und speziell den Kurzzeit und damit Sprint. Ich bin zum Radsport gekommen, da hang an meiner Schule so ein Schild, Etina Hauseradeln. Und da habe ich mich drauf gemeldet und habe dann angefangen auf der Straße erstmal zu fahren, also so ein paar Landesmeisterschaften und sowas. Und da wurde ich direkt Landesmeisterin und dann dachte ich, ach, so schlecht ist es ja gar nicht. Ne? Ich bin ein Leistungssportler, der in der Elite kämpft, sag ich mal, in der Weltelite kämpft und da gehört tägliches Training einfach dazu. Die Tage, wo man den inneren Schweinehund also wirklich besiegen muss und der halt sagt, wieso zum Teufel machst denn du das eigentlich draußen? Es sind minus 10 Grad, es schneit und du musst ja Fahrrad fahren. Also die Tage gibt es wirklich Genüge. Aber ich sag mal, wenn man an dem Tag es schafft, darüber hinauszukommen, da werden dann Sieger geboren. Mehr geht immer. Also wenn man nur einmal Olympiasieger ist, dann würde man lieber auch gerne ein zweites, drittes Mal werden. Vielleicht auch am besten alles auf einmal mit so. Sport bedeutet momentan mein Leben. Eigentlich alles. Ich meine, ich bin zwar in der Bundespolizei, die stellt eine Sportfördergruppe, dass ich später eine Absicherung habe. Ich mache gerade noch meine Ausbildung fertig. Ich werde im Februar fertig. Ich bin da wirklich Polizeimeisterin. Und danach bin ich absolut freigestellt für Sport. Und ich kann wirklich zu jedem Trainingslager, zu Weltmeisterschaften fahren, ohne halt Angst zu haben. Ich muss deswegen zum Arbeitgeber, der bezahlt mich nicht mehr. Und das Ganze mache ich halt wirklich so lange, bis ich halt aufhöre. Und danach weiß ich, ich habe eine schöne Arbeitsstelle, die auch Spaß macht. Aber währenddessen, und ich hoffe, das sind noch 8 bis 10 Jahre, das ist halt das tägliche, also mein tägliches Brot. Wenn ich keine Leistung bringe, kriege ich kein Geld, kriege ich keine Prämien. Danach, wenn ich mit Sport aufhöre, klar, dann möchte ich Kinder kriegen, irgendwann mal ein Haus bauen und heiraten vielleicht auch, ja. Also momentan ist halt doch schon der Sport das Wichtigste eigentlich. Meine größte Leidenschaft neben dem Bahnradsport ist? Pink, Ikea und Hello Kitty. Mein erstes Fahrrad? Mein erstes Fahrrad war ein fettes Reifen, mit fetten Reifen. So ein ganz, ganz alter Stahlrahmen, so ein Diamantrahmen, mit total dicken Reifen und einer Rahmschaltung noch. Meine Trainer? Meine Trainer würde ich niemals missen wollen. Vor allem beim Trainer Tim Züge, der mich jetzt wirklich zu Olympia gebracht hat, mich dazu gebracht hat, wo ich jetzt bin. Oder meinem ersten Trainer, den Jochen Wilhelm, unserem Sprintprofessor, der mir so gezeigt hat, wie Sprint eigentlich funktioniert. Ohne die wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Heimat bedeutet für mich? Ein Rückzugsort, wo man sich sicher fühlen kann und weiß, wenn es mal schlecht wird, kann man sich da ein bisschen verstecken. Meine Freunde sind für mich? Meine Freunde sind für mich die beste Unterstützung, die man haben kann. 3 Charaktereigenschaften, die mich am meisten auszeichnen, sind? Klappe am Maul, ehrlich und hilfsbereit. Meine schlechteste Eigenschaft ist? Ich bin zu ehrgeizig. Ich bekomme Gänsehaut? Bei einem richtig schönen Horrorfilm. So richtig entspannen kann ich nicht bei? In Ruhe Fernsehen gucken, meine Lieblingssendung wie Scrubs oder How I Met Your Mother oder beim Mittagessen in der Badewanne. Gehst du gerne aus? Und wenn ja, wohin gehst du gerne aus? Ja, ich gehe gerne aus. Aber zum Beispiel einfach wie ins Kino gehen oder mit Freunden essen gehen. Wenn es denn passt, dann gehe ich auch gerne mal feiern. Dann schön High Heels an, Kleidchen und dann geht's los zum Tanzen. Was war in der Schule dein Lieblingsfach? Ach, du Gottes Willen. Schule. Schule mein Lieblingsfach. Das ist schwierig. Bio, Biologie. Mhm. Welches Buch liegt auf deinem Nachttisch? Ein Dreiteiler von Adler Außen. Momentan lese ich den zweiten Teil, aber es ist so ein Füller. Ein Polizist deckt da so ein paar eklige Mordfälle mit auf. Mhm. Welches Videospiel spielst du gerne? Videospiel? Ich spiele eigentlich eher weniger Videospiele, sondern eher so Gesellschaftsspiele wie die Looping Louis zum Beispiel. Mhm. Und warst du schon mal richtig verliebt? Ja, bin ich immer noch. Ich bin jetzt seit 7 Jahren in einer Beziehung. Also. Picknick im Freien oder Restaurant? Im Freien. Schokolade oder Salzstangen? Salzstangen. Buch oder Film? Film. Klavier oder Schlagzeug? Schlagzeug. Normales Fahrrad oder Tandem?
normales Fahrrad. Gerade Strecke oder Kurve? Kurve. Pink oder schwarz? Pink. Nagellack oder Lippenstift? Nagellack. Und Mädelsabend oder Pokerrunde? Mädelsabend.